Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem kleinen Kartenpack-Check. Es ist endlich da, das Update für Hearthstone ist da. Wir dürfen endlich das große Turnier machen und ich habe mir natürlich das beste Team genommen, das ich für Geld bekommen kann. Ja, die haben leider abgesagt, deswegen habe ich die drei anderen hier genommen. Und zwar, ich begrüße den guten Phil. Hallo! Den guten Henrik. Hallöchen. Und als besonderen Schmankerl habe ich auch unsere gute Zwerg mit reingenommen. Hallöle. Boah, die redet sogar, ich dachte, du bist so schüchtern. Ja, perfekt. Ihr seht, die letzten Monate waren ein bisschen schlecht. Oh. Öffnen, ich bin gespannt. Cool. Ja, das sehe ich jetzt. Oh, Kartenrücken und eine Karten. Ja, das hat sich ja mega gelohnt. Aber wir sind ja eigentlich dafür da, dass wir endlich die... Ja, danke, Bonussterne. Ich mach's am Ende. So, da sieht man mal, wie lange ich es nicht mehr gemacht habe. Nein, wir haben da unten die Kartenpacks und ich will endlich meinen Varian. Aber haben. Schön, dass... Ich muss gerade mal ganz kurz reinpacken. Ich find's schön, dass du in das Spiel reinkommst und das Erste, was da steht, ist nur die Größe zählt. Na, da weißt du... So, jetzt vibriert gerade irgendwas bei euch. Seid ihr noch da? Ich bin's nicht. Na. Ich auch nicht. Doch, du bist es. So, aber jetzt geht's wieder. Okay, sollen wir das erste Pack öffnen? Ja, komm, hau raus, los. Ja, Zwerg, was sagst du? Ja, mach mal. Okay, du musst jetzt die Daumen drücken. Ich hab dich ja als Glücksfee mit reingenommen. Auf die beide. So. Glanzvolle Tioste. Yay. Was um Himmels Willen ist ein Tioste? Ich sehe nur den Ashbringer und will den Ashbringer haben. Okay, die erste Karte wedel ich noch einmal rum. Und... Okay. Oh, eine Violette ist mit dabei. Ich sehe noch gar nichts. Du siehst noch nichts bei... Ah, jetzt. Ja. Streiterin von Darnassus. Flammenlanze. Ja, habe ich auch. Und... Oh, eine Kodo-Reiterin in Gold. Okay. Sehr schön. Beginnt schon mal recht gut. Allerdings, ich will die Legendaries haben. Tja, ich habe... Wie viel habe ich noch? 4 oder 5 habe ich, glaube ich. Ah, danke. Ja, ganz klasse. So, na toll. Und ich habe hier die schlechteste Kombination, die überhaupt. Gibt nur eine blaue. Ja, Wissender an. Gleich zweimal drin. Oh mein Gott. Und der lange Finger, der hier unterhaltet, zwei zufällige Karten von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Das ist ja... Oh, bringt die irgendwas, oder? Also, das Design ist... Die ist, glaube ich, ganz gut, weil überleg mal, wenn du so richtig starken hast und kriegst zufällig Karten, können das auch wirklich gute Karten sein. Ja, es können aber auch beschissene Karten sein. Ja. Das ist also, richtig, 50-50. Also da finde ich The Kopierpriester irgendwie, finde ich, da praktischer. Ich meine, es ist 3 Mana... Du wirst es recht am Anfang spielen und ob du dann mit irgendwas bekommst, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hoffe nicht, dass diese Wissende ahnen. Ich habe recht schöne Raum. Okay. Varian, wo bist du? Ich will mein... Schon wieder gleiche Kombination. Elek des Königs, die Windläuferin. Aber der Totem-Golem. Und noch eine Lanze. Die wir bekommen. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf, erhält plus ein Haltbarkeit, wenn euer Diener mehr kostet. Das ist wieder so eine Zufall. Na, ja, klar. von dem Zeug hat es ganz schön viele in den ja. Decks. Aber ich muss ja sagen, ich finde es ja cool, du hast dann haufenweise doppelt, die du dann zu Staub machen kannst. Ja, das wird garantiert passieren. Zwerg, du musst Glück bringen. Tu ich doch. Wofür habe ich dich hier mit reingenommen? Ich will gerade mal anfügen hier, All You Can Game ist ja heute nur Überzahl, ne? Hier so ein bisschen. Und ich habe noch eine Argentumslanze. Achso. Turniersanitäter. Ja. Also nur Schrott irgendwie mit dabei. Oh! Das hat sich gerade eben gut angehört. Aber ist auch nichts mit dabei. Wo bleiben meine Legendaries? Hast du das am Geräusch oder was da drin ist, oder wie?
Ja, nee, ich hab grad eben gedacht, das macht so ein spezielles Geräusch. Und, okay, ich muss wieder wedeln, eindeutig. Comvarian. 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 Nein. Wedel dir einen vom Kartenpack. Ach, ihr seid so verrückt. Eine Violette ist wieder mit dabei, aber... Episch. Was haben wir? Den Meeresplünderer. Fügt euren Dienern einen Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Na, wie scheiße ist das denn? Wie scheiße ist das denn? Ich meine, 6-7 ist jetzt nicht so toll. Nee. Also da ist der einfache Knappe als Starthand irgendwie schon deutlich. Den Startingspartner finde ich auch cool. Ja. Na, jetzt mit einem Schlag zwei Spotter. 1, 2, 3, es bringt mehr. So, wo bleibt das gelbe Leuchten? Ich will das gelbe Leuchten. Zauberkünstler, Heiliger. Die Nordmeerkrabbe, wer kennt sie nicht? Und Blitzheilung. 5 Leben. Also für 1 ist natürlich echt cool. Ja. Aber ja, so viel Value. Nein, ich habe nicht gewedelt. Wenn jetzt Legendary kommt, lache ich. Nee. Wieder nur eine blaue mit. Nein, falsch rum aufgedeckt. Ein gefallener Held, Totem Golem, den habe ich jetzt glaube ich auch schon. Und der Querulant. Na, ja, ich habe Henrik bekommen als Karte. Der sagt auch nichts mehr. Ja. So. Wieder nichts, es gibt's nichts. Verletzt. Mugler! Ich finde ja diese Inspiration finde ich ja jetzt cool. Weißt du schon, was das ist? Das bedeutet, wenn du deine Heldenfähigkeiten nimmst. Ja. Finde ich voll geil. Und da gibt's. Ich weiß nicht, ob ich die Karte gesehen habe oder ob ich sie habe, wo deine Heldenfähigkeit stärker wird in jedem Zug. Komm, wo ist das? Wo sind meine Legendaries? Ich krieg gerade nur Schrott. Das gibt's doch nicht. Tja. Ach, du hast schon genug, du kriegst keine mehr. Was heißt da? Es sind so viele Legendaries jetzt beim Turnier mit dazugekommen. Das stimmt allerdings, das sind haufenweise Legendary. Ja, eine Drehblaue. Champion des Lichts, der Königsverteidiger. Aber du hast offensichtlich keine. Und der Triostmeister, ja. Ich habe jetzt schon 12 Karten Packs aufgemacht und noch kein einziges Legendary. Und du erzählst mir hier von, ich habe 5 rausbekommen. Da kann ich ja auch nichts für. Ah, guck mal, nochmal Muklas Champion. Ja, wen will ich denn? Und der Lehrvernichter, Grubenkämpferin. Zwerg, streng dich mir an! Daumen okay. Drücken! 2. Sie sitzt schon 3. Hier und heult fast. Ja! Ich sag's dir, wenn ich kein einziges Legendary hier drin bekomme, da wieder ein violettes. Ach, aber das ist typisch mein Glück. Ich glaube, Blizzard hat mich einfach irgendwo auf einer Blacklist drauf und sagt. Der flamet uns der immer. Nee, vergiss es. Der kriegt nichts, genau. Ich bin da wahrscheinlich irgendwie, mein Account ist gemarkt irgendwie so, oder ich habe keine Ahnung. Die Kodo-Reiterin ruft einen Kriegskodo 3-5 dabei. Mir fällt jetzt erstmal auf, dass, wenn 1, du über die Karten gehst, 2, dass 3. Da die Farbe kommt, was das ganz gut ist. Das wusstest du noch nicht? Nein, das weiß ich. Ich hab die immer so aufgemacht, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht so, yay, Legendary! Verletzte Karte. Also, ich habe 15 Decks aufgemacht. 2, 3. Vielleicht muss ich... Oder ich muss negative Psychologie vielleicht machen. Vielleicht hilft das ja was. Versuch's mal in die andere Richtung mit dem Drehen. Vielleicht geht das besser. Ja. Ich meine, es ist jetzt ein Add-on, da muss man jetzt... Ja, jetzt, aber den Königsverteidiger kriege ich jetzt hier in... Ich glaube, den werde ich mir schon. Halt mal können wir den Diener mit Spott von... Wow, ja, weißt du, anstatt der hier normalen Kriegerwaffe. Ja, und okay. Dann fetten Deck mit Spottern zusammenbauen. Okay, ich mach mal andersrum. 1, 2, 3. Wir legen rein. Okay, das hat jetzt lang gebraucht, bis sie kam. Schon wieder nichts!
Das gibt's doch nicht. Ach. Okay, negative Psychologie. Ich will jetzt auf keinen Fall Varian. Ich will Varian nicht in Gold haben. Auf keinen Fall Varian. Nichts. Oh! Es leuchtet! Guck, es klappt! Negative Psychologie! Okay. Auf keinen Fall Varian Gold. Auf keinen Fall Varian. Was will ich mit Ronin? Ah. Also komm, geht doch. Magier. Wie oft spiele ich Magier? Okay, komm auf keinen Fall Varian. Kein Varian. Nicht in Gold. Okay, wieder nur Schrott. Okay, der Eiswüter. Ah, Siegel des Champions. Es ist. Aber ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe auch irgendwie ganz viele richtig geile Karten bekommen gehabt, aber. Ja. Ich weiß nicht mehr, was das alles war. Eine Violette. Episch. Verwirren. Vertauscht Angriff und Leben aller Diener. Ich bin in Gold mit dabei, oder? Hä? Wie bitte, Henrik? Nix, ich dachte gerade, bei Philipp war doch bestimmt irgendwie so ein bisschen so irgendwie so Varian in Gold oder so mit dabei, oder? Nee, irgendwie sowas nicht. War das doch. Aber der wievielte Totem-Golem habe ich jetzt schon bekommen? Ja, schon einige. Also du hast auf jeden Fall genug am Ende und genug Stab. Ja. Dann kannst du ihn fast schon so herstellen. Du meinst einen Totem-Golem? Ja, den auch. Ja. Wurmruh-Agent, Turniersanitäter, den sehe ich jetzt auch schon so oft. Und Wissender Ahne habe ich, glaube ich, jetzt auch schon zum fünften Mal. Ja, Schützin des Hochlands hast du auch schon ein paar Mal. Ach, das gibt's doch nicht. Weißt du, wenn die Ahnen wenigstens wissen würden, wo mein Variant ist? So. Schon wieder nicht. Aber immerhin eine goldene. Ja, gefallener Held. Ach, muss ich jetzt 2, 3, komm Varian, komm, sei jetzt drin. Ich habe erst eine einzige Legendary in einem kompletten... Es leuchtet Gold! Gerade wenn ich jammere... Du solltest mehr jammern. Nochmal, Ronin. Oh nee, das gibt's doch noch. Doch. Oh no! Drecks, Ronin! Zweig! Opfer! Mehr Daumen drücken! Ach! Hast du gesagt, wie feste? Ganz feste! Okay. Ah, das gibt's. Da ist nicht mal mehr eine blaue drin. Doch, eine blaue muss mindestens mit dabei sein. Oh, mischt falsch rum. Lebendige Wurzeln. Ja, gibt's bei mir in der Wohnung auch nicht mehr. Ah, und die Bären und Jaraxus Faust. Ja, die schmetter ich dem auch gleich entgegen. Okay, die Hälfte haben wir gleich durch. Weißt du, es gibt so viele neue Legendaries in dem. Und was bekomme ich? Ronin. Also. Blau. Champion des Lichts. Wurmruh-Agent. Oh, golden und episch. Garnisonskommandant. Das ist auch geil. Pro Zug zweimal einsetzen. Ja, das sind diese. Also, das in Kombination mit Inspiration ist natürlich klasse. Oder in Kombination mit, wie heißt der hier? Der. Na, vom Schwarzfels. Ach, du meinst Ragnaros? Ja, genau, mit seiner fügt zufälligen Feind 8 Schaden zu. Oh, stimmt, das ist natürlich auch. So, zweimal Agentumsreiter, was will ich mehr? So, aber bei meinem Glück, ich kann es mir schon vorstellen, kommt nochmal Ronin. Ja. Ich kenne mein Glück. Ja, ich sag's dir, dann dreh ich echt durch. So, ich muss mal ein bisschen schneller. Zwielichtiger Händler. Ja, für Piratendecks. Hier auch Inspiration, erhält plus ein Leben. Klingt natürlich auch nicht schlecht. Ja.
So, ich glaube, ich muss ein bisschen schneller öffnen. Oder zwar, geht's noch mit dem Daumen? Ist noch Blut drin? Ja. Bisschen noch. So, stärken. Ah, ich mache ein bisschen schneller. So, komm. Zwei Legendaries, das gibt's doch echt nicht. Na gut, ich bin noch in der Quote drin. Oder? Wenn ihr 4-5 hattet. Nochmal Jaraxus Faust. Und die vergiftete Klinge. Shadowbahnreiter. Die waren gar nicht mit dabei beim Turnier. Nie, was? Die waren nicht dabei. Pandas gab's noch gar nicht bei BOTLK. Oh, episch. Erhaltet 10 Mana-Kristalle, werft eure Hand ab. Ja, das ist aber, was willst du denn damit? Du kannst es in Runde 4 machen. Also für einen Rem-Druide ist das nicht schlecht. Weißt du, wenn du wirklich direkt drauf hupst und alles gleich raus spielst, kann das eine echt geile Karte sein. Ja. Also wir müssen jetzt eh beobachten, wie sich's Meta entwickeln wird. Und welche Decks dann so hier Flavor of the Month werden. Der Saboteur. Oh. Ich komm eh nicht über Rang 20 raus. Ich muss mit dir echt mal Training machen. Ich meine, ich war letzten Monat jetzt echt auch faul, weil ich dachte, man lohnt sich halt nicht mehr. Die Stallmeisterin macht ein befreundetes Wild hier diesem Zug immun. Ja, das wäre natürlich geil, wenn du das dann auf dem Sportler machst. Naja. Oh gut, das ging wieder lang. Wo ist das goldene Leuchten? Ich will das goldene Leuchten. Kriegst du aber nicht. Ja, ich sag dir, Bukanier habe ich auch schon. Da ist zwei Legendaries, respektive nur eines. Blau. Golden, Totem Golden, na toll! Was habe ich mir gewünscht? Unterlange Finger nochmal. Ja, nur die Größe zählt, ne? Ja. Weißt du, ich hab. Ah. Ich hab über. Ich krieg nur. Golden und selten. Welche ist jetzt hier? Ach, da oben, Brich drin. Bekehrer, erhaltet eine Kopie eines feindlichen. Na. Ja, weißt du. Es ist halt, das Spiel geht halt nach der jeweiligen Größe deines Gemächts, ja. Je kürzer das ist, umso weniger Legendäre bekommst du halt. Ja. Echt? Dann müsste eigentlich in jedem Pack doch eigentlich eins drin sein, oder? Bei mir schon, ja. Ich muss Blizzard, glaube ich, nochmal meine Größe schicken. Verwandle einen Diener in einen Eber mit 4-2 Ansturm. Was soll das für eine komische Karte sein. Machtwort Ruhm. Wenn du halt einen mit 1-1 hast und den in 4-2 verwandelst. Oh, das ist natürlich eine coole Karte. Machtwort Ruhm. Wählt einen Diener, stellt euch, wenn man das auf eine Legendäre draufhaut, gerade gegen Ende, die Karte kostet nur 1. Und also damit muss ja dein Gegner quasi diese Karte dann komplett fokussen. Damit er überhaupt noch irgendeine Chance hat. So. Ah, wo sind sie? Schon wieder nichts. Ah. Ich glaube, das waren die am schlechtesten ausgegebenen 50 Euro in Hearthstone, die ich. Zwei seltene, okay. Ich glaube, es bleibt echt bei den zweien. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Oh, das ist so peinlich. Ich habe eine legendäre Karte bekommen. Das ist, weil du so lange gewartet hast, weißt du? Ich habe auf euch gewartet, als Glücksfeen. Ich habe dich ja extra das rosa Tütü anziehen lassen. Die haben bestimmt einfach ein Haltbarkeitsdatum. Und das ist irgendwie das Gespräch. Ja, hier, Arkanschlag. Fügt einem Diener 2 Schaden zu. Für diese Karte doppelt? Ah! Das ist natürlich auch eine nicht schlechte Karte. Was ich total sinnlos finde, sind solche wie diese Meister des Kolosseums, die dann auf die Hand zurückkehren. Wozu soll es gut sein?
Ja, sie sind geschützt, solange sie in deiner Hand sind. Ja, klasse, ich will aber, dass sie draußen bleiben. Also, du, es ist einfach wie eine zusätzliche Heldenfähigkeit. So, der Mini-Ritter des Bösen. Gibt's doch echt nicht. Die Bärenfalle sehe ich jetzt auch schon. Du, ich glaube, das wird echt nichts mehr. Nee, das sieht schlecht aus. Wo ist mein Varian? Oh mein Gott. Du kriegst jetzt so viele, Doppelte, dass du Staub kriegst, um ihn selber herzustellen. Nee, du brauchst ja 1600 Staub. Und mach ihn mal in golden. Selten. Sind es 3200, die du dafür brauchst. Kennst du die neue Definition von Dekadenz? Nee. Wenn du so viel Staub hast, dass du dir aus Langeweile eine Legendary in golden machst. Okay, na. Natürlich, ich habe noch 6 Legendary Pack. Und es ist halt nichts dabei. Schon wieder der Wurmrohr-Agent. Dämonische Fusion. Der schwungvolle Hieb. Den gibt's nachher auch gegen meinen Bildschirm hier. Ah, das gibt's doch nicht. 1, 2. Komm, Varian. Vorher was. Warte, so rum muss ich drehen. Komm. Komm. Jetzt musst du aber nochmal. Jetzt hast du ja 3 Hände, 3 zurück. Das ergibt 0. Ach, scheiße. Na, vielleicht bringt irgendwas. Blau, blau. 2 blaue. Die ja, Ausgeburt der Schattenwindläuferin Imbissbuden Tuskar. Stellt bei jedem Helden 4 Leben wieder her. Nutzlos! Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt 6-mal zurück. Ich dachte, ich soll nach unten, oder? Das gibt's echt nicht. Nordmeerkrak hast du jetzt auch schon ein paar Mal. Ja. Ich probier's mal so. Aufwischeln. Junge, so ein Pech kann man doch echt nicht haben. Nee, ja, immerhin. Zwei epische. Was will ich mit 2 epischen? Ich will Gold! Und ich will nicht Ronin! Okay. Also, mir hin und her wischen. Das hilft wohl offenbar. Wedel die einen von der Palme. Ich glaube, das ist das schlechteste Draw, den man überhaupt haben kann, oder? Ich habe so einen Pech. So, letzte, wa? Ja. It's the final countdown. Das wird nichts mehr. Gott. Ja, okay, ich brauch Glück. Ich setze dieses Mal genau rein hier. Komm, jetzt! Varian, jetzt hast du so lange gewartet. Oh. Ich hab jetzt. Ich hab eine Legendäre bekommen raus. Wirklich? Really? Oh, das ist. Es ist. So grausam. Jetzt gucken wir mal, wie viel, ob ich sie mir dann wenigstens herstellen kann. Tja. Oh, ne. 1300. Also ich kann sie mir fast herstellen. Ein bisschen was brauche ich noch. Ah, oh, das gibt's doch echt nicht. Oh, das ist echt peinlich. Sag mal, wie viel brauchst du? 1600 müsste ich für sie machen. Moment, ich guck mal ganz kurz. Aber ich weiß es genau, wie es dann wieder ist. Wenn ich sie mir herstelle, kurz danach kriege ich sie dann. Du, soll ich dir was sagen? Was? Den habe ich sogar. Ach du Arschloch. Edler Anführer der Allianz, Anduins Vater. In seiner Freizeit spielt er gerne Arena auch und reicht meistens um die 12 Siege. Ach. Also ich glaube, dass ich den habe, aber der kommt mir bekannt vor. Es ist so peinlich. Weißt du, wie viele neue legendäre Karten gibt's denn jetzt? Legendär. Das müssen wir jetzt echt nachgucken. Aviana. Malon gab's schon. Echt? Ja, den gab's schon. Was kann man hier nicht? Turnier. Nee, gibt nicht.
Kann man nicht hier filtern nach allen aus dem Turnier irgendwie rein? Geh mal raus aus dem Herbst. Also, ich weiß, Malone ist, Also, den gab es auf jeden Fall vorher schon. Echt? Okay. Das weiß ich. Würde mich jetzt wundern. Schreckensmaul, Edschlund. Den habe ich auch. Naja, aber die sind neu dazugekommen, die zwei. Ronin, ach, hätte ich Guck gern. Mal, wer der ist. Antoni, das gab es vorher schon. Erik de Reine ist neu. Bolvar ist auch neu. Also bei jedem scheint es zwei neue zu geben. Bolgin, den habe ich auch. Ach komm, das ist so gemein. Glaube ich. Das ist so genau. Den hier hätte ich auch cool gefunden, Anubarak. Er ist zwar Late Game, aber... ja. Nebelrufer. Ne, die haben keinen nix bekommen. Mal'Ganis finde ich geil. Mal'Ganis ist echt cool. Der... Rot Jaraxus ist auch heftig. Ja, und hier für mein Kriegerdeck hätte ich ihn halt so gern mit reingenommen. Martin, haben wir hier noch? Da haben wir Nachtbann, Lichtbann. Oh, ich habe so ein Pech. Das gibt's doch echt nicht. Ja, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Euch vielen Dank fürs ja, mehr oder weniger Glück bringen. Ja, kein Ding, ne? Immer wieder gern. Jederzeit genau. Wieder gern. Wenn du ja. Mal wieder 50 Euro verschwenden willst, sag einfach Bescheid. Kein Problem. Du, ich spiele gerade echt mit dem Gedanken, ob ich mir nicht gleich noch ein Pack kaufe. Also. Oder zwei oder drei. Ich muss mal gucken. Kauf dir ein Pack noch und aus. Einfach aus. Ihr. Weißt schon. Einfach jetzt zum Schluss nochmal eins öffnen. Ja, das machen wir dann in einem neuen YouTube-Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns zu einer neuen Runde bei Hearthstone, wenn ich mich dann wieder von meinem Besäufnis jetzt dann gleich erholt habe. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.